Hallo, hallo ihr Menschen da draußen, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Deponia. Und heute, da werden wir auf jeden Fall die ganze Notfallstation ausrauben. Da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Genau. Das ist natürlich das, was jeder will. Jeder will unbemerkt mit... Im Schrank sah sie leichter aus. Im Schrank sah sie leichter aus, natürlich... Eine dumme Aussage irgendwo, ne? So, ja. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ja, ist kein Problem. Wir hauen die Fußfessel jetzt rein. Ja. Und wechseln jetzt aus auf die Polizeisession. Dann wechseln, ja. Genau. Strike. Jetzt haben wir Handschellen. Was das jetzt aber bringt, weiß ich gerade nicht. Wir können die Handstellen irgendwie da das Gitter machen. Oder so? Zellengitter mit diesem Ding. Da besteht. Okay. Egal. Also wir haben jetzt, glaube ich, hier erstmal alles gemacht. Dann, wo gehen wir als nächstes hin? Wir können es mal hier schauen. Jetzt sich aber, glaube ich, nichts geändert, ja. Wir können mit der Lotti reden. Warte, wir zeigen ihr das los. Nein, nicht das Rezept, sondern das Los. Und schau mal. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Falsch! Du kommst als nächstes dran. Vorher ist Wenzel, An der Reihe. Aber Wenzel ist doch gar nicht hier. Darum bist du ja auch noch nicht dran. Das ist doch wieder mal typisch. Selbst wenn er nicht da ist, steht Wenzel nur im Weg. Das ist so lustig, wie sich die zwei beefen einfach. Zu Tonis Hütte. Können wir natürlich auch gucken. Eine Chilischote. Können wir die abbauen? Ich glaube nicht, fast. Sonst haben wir auch nichts. Wir hätten kochendes Wasser. Dann hätten wir hier noch einen kleinen Trichter und einen Blindgänger. Was sind das? Okay, da haben wir den Trichter. Und natürlich auch noch das Schweißgerät. Ja, Leute, wie geht's euch so? Ich hatte heute meine letzte Perfektionsfahrt. Das ist... Falls ihr das nicht kennt, das muss man machen, wenn man einen Führerschein schon hat. Und das, ja, endlich ist es vorbei. Das ist einfach nur nervig gewesen, das zu machen. Jo. Ein Blasrohr. Nur dem Pfeil fehlt noch das gewisse Etwas. Verstehe ich natürlich auch. Das ist Wenzels Haus. Ja. Der wird ganz schön Augen machen. Das ist Wenzels Haus. Und hol den Käse raus. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Genau. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Das Warum schon bin sein. Ich nur nicht so cool und risikobereit wie Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann. Ich hoffe, er ist zu Hause. Wenzel? Hey, Rufus. Schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja. Diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... Im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal, ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja, ja, schon. Ja, schon. Na, dann ist doch alles Paletti. Ach, scheiße, jetzt hat er uns... Was sagen Sie besorgen? Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Mhm, sieht so aus. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt, aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Okay, na egal. Bis später. Genau.
So, das heißt, wir holen hier alles, was es gibt, weil, wenn es ist, ein Hurensohn. Keiner mag den, das ist so ein Besserwisser, der nur sagt, ja. Das kennen wir alle schon. Das ist so Leute wie Wenzel, sie brauchen nicht. Nick, die gehört jetzt. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge, ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin, teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Wir haben unsere Träume und Okay. Okay. Wir können hier erstmal, glaube ich, gar nichts machen. Die kümmert Es sich sieht so Toni. aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ja, bring's hinter dich, Kollege. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Servus, Toni. Wen haben wir denn da? Da. Ist das nicht Evel Knievel? Der Meister der Schwerkraft, der Ja. Himmelsstürmer, der Der Windjockey, Winter. der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären, und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ach, ich war auf einem Organonkreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir. Ja. Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Okay. Ihr werdet euch alle. Wie läuft das Geschäft? Sind das Was sind Coupons? Das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Okay. Die nehme ich doch glatt. Guten Weg. Das sind offiziellen die Kunden. Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Ja. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Ist irgendwie süß, oder? Ich meine, sie gibt uns trotzdem den Schlüssel, ich meine. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Naja. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Stimmt. Wie du. Wie du. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Ja, so würde ich jetzt los. Ein Coupons, verschiedene Müllkippe verlasse. Ja. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist du immer, bist noch, immer da. Noch da. Stange. Kann ich mir einen Haken nehmen, bitte? Finger weg. Weg. Okay. Von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Stimmt. Da hat sie aber wirklich recht. Wir können die Mühle verwenden, aber wir haben ja nichts, oder? Nein. Wir haben nichts, wofür wir die Mühle verwenden können. Mit der Toni haben wir gesprochen. Dann können wir. Was können wir machen noch? Im Rathaus können wir noch. Wir können noch versuchen, den Bullen aggressiv zu machen. Das geht auf jeden Fall. Da können wir nämlich das Bild hier rauf tun. Jo, dann wird er nämlich. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Als ein gut okay, gekühltes dann Glas eben die Kuh. Plörre. Hauptsache, es hat funktioniert. That is right. Aber
Jetzt wieder rot sehen. Macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Das würde mich auch interessieren. Ja. Okay, das ist echt so lustig, das sollten wir öfter machen. Gleich nochmal, sagt. Okay. Windschutzscheibe. Warte. Dann gehen wir noch. Wir haben ja noch in Tonis Hütte. Haben wir ja tatsächlich noch Waschmittel. Das heißt, Waschmittel wäscht, also mit Schwamm kombiniert, ist nasser Putzschwamm. Und nasser Putzschwamm und dreckige Fensterscheibe bedeutet. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Aber man kann sie putzen. Nasser Schwamm. Windschutzscheibe. Muss das wirklich sein? Ruffy, du musst es machen. Quietsch, quietsch, quietsch. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouette. Und auf dem Fahrerschild steht. Schnutzipuh. Dämlicher Name. Okay. Und jetzt hat nämlich der Hanek, also er hat uns noch nichts erzählt, aber der hat ja nämlich, der hat Schlüssel gefunden. Hallo nochmal. Das wissen wir ja. Hi. Rufus. Genau. Ja, genau. Nee. Das ist ein Papagei eigentlich, ein Springplan. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also nutzlos. Ja. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Schnutzipuh. Schnutzipuh? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipuh. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Das ist nicht schwer. Sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ballett. Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag. Schnutzipuh. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch, du kannst im Bett lesen. Wie soll es gehen, Leute? Wie soll man im im Bett lesen, wenn Licht aus dem Arsch kommt? Das ist was ich nicht verstehen kann. Jo, Papagei. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose, der ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Ja, wir haben jetzt einen Papagei. Finde ich nice. Wir können jetzt zu Schnitzipool rübergehen. Und jetzt öffnen mit dem Schlüssel. Ja, mega nice. Aha. So, mit Zahnbohrer, ein Batterie. Ich bin an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Ja. In echt würde ich das nicht so machen, aber okay. Au. Yeah. Au! Yeah! Aber wir haben nichts, wo wir es reintun können, oder? Nee, kein Behälter. Oder? Aber können wir das machen? Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. Schwarzpulver haben wir. Egal. Ich hätte zwar den Trichter und den Ballon genommen und das reingefüllt. Das ist vielleicht gar keine so gute Idee, weil er doch Säure ist, irgendwie. Totenpapagei. Wir können Feuer machen.
Ach ja, wir können ja Feuer machen. Warte, hier. Da können wir das anzünden, dann ist es Inspektor Gizmo. Das würde Brandmeister Gizmo sicher gefallen. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Achso, das können wir erst später machen, scheinbar. Ich empfehle Bettruhe. Kann ich jetzt Bürgermeister? Nein, kann ich noch nicht, weil der Wenzel erst Wasser finden will. Weil sonst hat er keine Chance bei der Deponianerin. Wie machen wir das? Wir brauchen einen Haken. Und wie kriege ich einen Haken? Von Toni. Und wie bringe ich Toni dazu, dass sie... Du musst über mich lachen oder so. Ich brauche das Narkotikum von der Apotheke von Toni. Aber dafür müsste ich mir wehtun. Finger weg von meinen Sachen. Okay, Leute, das war's für diese Folge. Wie ihr seht, also wenn ihr sehen wollt, wie wir die Deponianerin für uns gewinnen, dann müsst ihr natürlich in der nächsten Folge wieder einschalten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssikowski, ihr guten Menschen.